Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Rio Major Vlog. Mein Name ist Jan oder Dem Kobi. Wir haben sehr, sehr früh am Morgen, es ist 7 Uhr, wir fahren jetzt zum Flughafen, nehmen unseren Flug nach Frankreich und von Frankreich geht es dann direkt nach Rio. Leute, ganz viel Spaß beim Video, wir sehen uns später. Es ist übrigens 6.55 Uhr und unser Taxi kommt um 7 Uhr und es ist noch keiner von den Spielern wach und die sind alle hier im Office. Aufstehen! Und sonst so? Das ist eine unmenschliche Zeit. Ich fühle jetzt in 14 Tagen, ist der Major schon gewonnen, Jungs. Holt euch ab, klatschend am Flughafen. Kannst du einen Blumen mitbringen? Alter, wenn ihr Menschen erwähnt, dann bringe ich Katzen mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh mein fucking Gott, Alter! Ich wollte gerade Antwort machen und wurde komplett hops genommen von der Welle. Ich hoffe, das kommt mit ins Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus Rio de Janeiro. Wir haben jetzt gerade den ersten Morgen, den wir hier sind. Gerade gefrühstückt, sind jetzt mal ein bisschen an den Strand gegangen, haben uns das angeguckt. Das da vorne, ich hoffe, man sieht's. Das ist nicht unser Hotel, sondern das ist unser Hotel. Aber gehen jetzt mal ein bisschen hier rum, gucken uns die ganze Gegend mal an und ja. Prost! Hier, Max. Wie heißt denn dieses alkoholische Kokosgetränk? Pina Colada. Ah ja, Pina Colada. Wir haben uns ein Aqua de Coco geholt. Eine schöne Kokosnuss. Das schmeckt sehr gut. Habe ich Ewigkeit nicht mehr so direkt getrunken. Und wir haben ja auch noch schönes Fruchtfleisch drin. Sehr, sehr lecker. Lecker, lecker! Die rote Linie ist weiter weg als die letzte. Ich muss irgendjemanden sehen. Ja, komm, komm. Nee, Mann. Doch, ich brauche dich morgen überspringen. Komm. Und setz dir mal. Du wirst dir richtig wicken, Jumpkopf. Dein Movement war insane heute. So geht euch mal. Noch ein Grinsen wieder, Max. Stark. Erster Eindruck. Oder? Sehr schön eigentlich. Also gerade auch wo wir sind. Ich habe nicht viel gesehen. Hey man. Ich war ja nur im Flughafen, dann im Auto, dann im Hotel rausgelassen worden. Noch nicht so viel gesehen, aber eigentlich so, wir sind eine ganz schöne Gegend. Der Strand sieht über gut aus. Wie war das? Das ist der Bike Room. Hey, ich spiel. Alter, hier gibt's Bananen. Also Bananen. Wie hast du das gemacht? Ich hab dich. Ach, ich muss dich pinnen, glaube ich, jetzt irgendwie. Wie geht das denn, Mann? Du hast 0 AP. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber das ist unfair. Ich hatte es schon lange gewonnen, Mann. Nochmal, nochmal. Also mein erster Eindruck, die Halle ähnelt so ein bisschen der Halle in Leipzig, als wir Dreamhack Leipzig gespielt haben. Die ist klein und wir machen uns jetzt halt Gedanken darüber, dass hier ganz viele brasilianische Fans sein werden und die werden ganz laut und ich habe mir vorgenommen, auch laut zu sein, wenn wir dann spielen. Ja. Endlich beim Major auf der Bühne. Wird gut an. Ich hab Bock. Das ist größer als ich gedacht hätte für die Gruppenphase. Das ist geil. Aber ich habe irgendwie irgendwo gelesen, dass es ein paar Tausend sind, glaube ich. Ich glaube 4000 passen rein.
Ist auf jeden Fall sehr geil. Viel gemacht schon, noch viel zu tun. Oder? Ja, Mann. Wusstest du, dass die Zeugen Jehovas keinen Geburtstag zu feiern, kein Weihnachten? Doch, die feiern nix. Einfach den Daumen, ne? Ich glaube, den Daumen. Weißt du, kennst du Zeugen Jehovas? Ja, aber ich weiß nichts über die. Ich glaube auch nicht. Das ist aber so schön hier. Ich muss Nils filmen. Kannst du die Game Edition fragen, ob die heute wieder retten ist, wie gegen uns? Nochmal? Ja. Klar. Weil wir sind wahrscheinlich früher fertig. Ja. Wann denn so? Guck mal, ja. Wenn wir hier gewinnen, aber die haben wahrscheinlich das, was ich prophezeie, ich fliege Business, das ist klar. Aber ich habe eine Idee. Weißt du, was wir dann machen? Sag's mir. Wir lassen uns alle tätowieren. Nee. Das geht auf gar keinen Fall. Das ist Haram. Ja. Wurschtwert. Das ist egal. Ich habe kein Internet. Die haben selber auch gar keine. Nein, wir lassen auch gerade mit dir. Ich frag später, okay? Echt? Ja, ja. Was lässt du für ein Tattoo machen? Auf meinen Arm halt. Okay, pass auf. Über den ganzen was lässt du dir dann tätowieren? Sag nichts Falsches. Du gewinnst das Major. Was lässt du dir tätowieren? Ja, ist doch klar, wie tot wird. Ja, was denn? Hat drei Buchstaben. Rio. Was? Er sagt Rio. Ei, weiß ich nicht. Nein, mir ist eingefallen, das war Crime Apple, das dritte Tattoo. Krass. Der hat doch keinen Apple. Der ist weg, ne? Aber wir denken, wir gehen von Spiel zu Spiel. Es komm, ist hier, Kerl. Es ist erstmal Furia. Kutschumbenim. Siehst du, das ist Kutschumbenim. Einfach Rio. Und du machst einfach Rio. Sag drei Buchstaben Rio. Ja. Aber Twistens Tattoo, kennst du Twistens Tattoo? Der hat hier Twisten stehen. Ja, doch, das kenn ich. Das kenn ich. Sieht wirklich geil aus. Ich kenn kaum Twisten hier. Was? Ich kenn dieses Kiss Kiss. Kiss-Kiss? Achso, doch, das ist das. Kennst du das? Und dann so ein Mann. Wir machen eine Sim-Karte. Genau das. Das, oder? Ja, genau. Ja. Sing mal. Nee, kann ich nicht. Komm schon. Nee, Mann. Doch, Mann. Mm-mm. Ey, Denzel. Denzel. Hey, da kommt ein türkisches Lied. Roman, kennen wir schon den Termin vom zweiten Match? Ich schicke das mit diesem Kiss. Sing. Welche Kiss? Dieses. Wann wird denn das erste sein? Ja. Sing mal. Ach, wann ist das erste? Warum kann er das denn singen? Weil ich das singe. Oh, ja, morgen ist es am 12 Uhr. Stark, auf Lock. So Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Wir haben es jetzt 21.30 Uhr und ich bin schon komplett kaputt. Ist immer noch der Jetlag, der ein bisschen reinkickt. Wir spielen morgen früh gegen Furia, direkt ein brasilianisches Team. Mal schauen, wie das wird. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine richtig krasse Stimmung in der Halle werden. Und ja, vielen Dank fürs Video schauen. Denkt dran, liken, subscriben und die Glocke drücken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Go Big!